Hello, hello again. Ja, hi. Ich melde mich seit Ewigkeiten mal wieder mit einem Video. Und zwar habe ich Ideen gehabt, viele Ideen. Habe auch sehr viel Zeit gerade, weil ich mit der Uni so weit durch bin und jetzt erstmal Semesterferien habe und wollte die Zeit nutzen. Nutzen, um wieder ein bisschen zu improven, um meine freie Zeit gut zu nutzen. Meinen Alltag gut zu strukturieren und irgendwie gut in den Start zu tagen und gut in den Tag zu starten. Yes. Und dafür habe ich mir überlegt, mir ein paar Morgenroutinen anzuschauen und meine etwas zu upgraden. Habe aber bei der Recherche dazu festgestellt, dass gefühlt jede Morgenroutine gleich ist. Also im Endeffekt spielen ja alle Morgenroutinen darauf hinaus, dass man irgendwie früh aufsteht, damit man viel vom Tag hat und sehr früh schon viel geschafft hat. Dass man irgendwie Me-Time einbringt und irgendwelche gesunden Habits in den Tag einbringt. Journaling, Morning Pages, To-Do-Listen, To-Feel-Listen und so weiter und so fort. Ein bisschen Sport eventuell, Meditation, Yoga, irgendwas. All das ist so das, was ich als Essenz der ganzen Morgenroutinen für mich herausgefunden habe. Nicht, dass es jetzt irgendwas krass Neues für mich war, aber ich dachte mir, ich schaue mir das mal an. Und ja, im Endeffekt habe ich mich jetzt dazu entschlossen, eine Morgenroutine für ein paar Tage auszuprobieren. Und zwar ist das die Million-Dollar-Morning-Routine oder auch Billion-Dollar, je nachdem, wie der Sprachgebrauch ist. Ist aber im Endeffekt das Gleiche. Sind ein Haufen Schritte. Ich glaube insgesamt 14 oder 16. Und ich werde mal schauen, wie das so für mich funktioniert. Deshalb schnacke ich nicht mehr viel. Wir fangen direkt an und starten in meinen ersten Morgen und wie es so gelaufen ist. Dann werde ich euch ein Feedback geben. Dann kommt eine zweite Runde. Ebenso mit Feedback. Und dann am dritten Tag werde ich so ein bisschen selbst modifizieren. See. Let's go! Ja, und dann gibt es auch schon das erste Feedback nach Tag 1 mit der Million-Dollar-Morning-Routine. Und zwar hat das nicht ganz so funktioniert, wie ich mir das vorgenommen habe. Eigentlich wollte ich kurz vor 8 Uhr morgens aufstehen, habe dann aber durch die letzten Tage, Wochen, die super anstrengend waren, viele Menschen, viele Eindrücke, einfach mehr Zeit gebraucht, um nochmal zu rechargen. Und bin deshalb nochmal 1,5 Stunden später aufgewacht, um 9:30 Uhr. Mir ist dann im Laufe der Zeit aufgefallen, ups, es gibt schon einen Grund, warum man so früh aufsteht. Also selbst an dem heutigen Tag, an dem ich frei habe, war das späte Aufstehen in Kombi mit dieser Routine echt heavy, würde ich mal sagen. Also 14 Schritte bei Schritt 4, das ist
Meditation gewesen, war ich schon so, uff, okay, du hast jetzt immer noch 10 Schritte vor dir. Und naja, im Laufe der Routine ist meine Laune irgendwie gesunken. Die Meditation hat nicht so ganz funktioniert, weil mich meine Mückenstiche einfach ultra gestresst haben. Ich kam nicht wirklich zur Ruhe, konnte mich nicht wirklich auf meinen Körper konzentrieren. Als ich dann zum Punkt Sport und Fertigmachen, Frühstück essen kam, war ich mittlerweile auch echt unheimlich hungrig und ein bisschen hangry. Das hat meine Laune nicht unbedingt gebessert. Ja, der Sinn von der Morning Routine ist ja eigentlich, insofern Routine zu werden, dass man feste Aufgaben hat und sich dadurch ja sicherer fühlt, eine gute Basis in den Tag hat. Das ist natürlich jetzt noch nicht der Fall, weil ich diese Routine noch nicht intus habe. Und wirklich gut ging es mir damit heute nicht. Also es war einfach viel zu viel Zeit, die darüber raufging. Ich habe mich im Laufe der Routine immer beschissener gefühlt, immer gestresster, immer mehr Anxiety verspürt und dachte mir so, okay. Und zum Ende hin, als dann die To-Do, To-Be, To-Feel-Liste und das Journaling kam, war ich nicht mehr unbedingt motiviert und habe das dann auch so halbherzig nur umgesetzt. Ich bin aber gespannt, also morgen würde ich versuchen, früher aufzustehen und das nochmal durchzuziehen und zu schauen, wie sich das auswirkt. Ja, ob ich es dann noch einen dritten Tag durchziehe, wir werden sehen. Ich will auf jeden Fall mal schauen, welche Habits besonders cool sind, mit denen ich gut klarkomme und die mir irgendwie auch was bringen. Und mal schauen, vielleicht kann ich die in meine Morning Routine mit integrieren. Guten Morgen. So, Tag 2 ist vorbei. Fazit für heute. Die Morning Routine ist ein bisschen besser verlaufen als gestern. Ich habe gemerkt, Meditation am Morgen, vor allem ungeführte, ist nichts für mich. Ich brauche am Morgen eine andere Art und Weise, um für mich zu sein. Vielleicht mich dehnen, eine Runde das Zimmer aufräumen oder was lesen. Ja, die To-Do, To-Feel, To-Be-Liste ist halt einfach viel. Ich habe nicht großartig das Gefühl, dass ich das brauche. Deshalb werde ich das wahrscheinlich cutten und eventuell einfach ein bisschen kleiner fassen. Nur eine To-Do-Liste schreiben. Wobei ich auch ein Mensch bin, der ganz gerne To-Do-Listen am Abend davor schreibt, einfach um schon mal zu wissen, was der Tag so bringen wird und nicht erst am Tag des Geschehens zu überlegen, ja, was muss ich denn heute tun? Deshalb To-Do-Listen werde ich an den Abend packen und Meditation rausstreichen, dafür andere Dinge reinhauen, vielleicht Morning Pages. Und ja, das ist, glaube ich, das ganze Fazit für heute. Eventuell mache ich das morgen nochmal. Vielleicht werde ich dann die Routine ein bisschen abändern und mal schauen, wie sich das so entwickelt. Dann erstmal gute Nacht. Good morning, good morning.
Good morning, good morning to you. Nice Friese, denn da. Erstmal was trinken. Now, shake it till you see it. La da 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 da, la da 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 da, la da 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 da. Bevor die ganze Sause jetzt wieder durch ist, erstmal noch ein Fazit, würde ich sagen. Ja, ich habe heute Morgen quasi meine etwas modifizierte Routine durchgeführt. Keine Meditation, stattdessen habe ich ein bisschen was gelesen. Und beim Frühstück habe ich dann auch keine To-Do und To-Feel und To-Be-Liste mehr gemacht, sondern das schon am Abend davor. Und ja, was soll ich sagen? Es war ein wesentlich entspannterer Morgen. Aber ich denke, es ist auch eine Art der Gewöhnung. Man kann sich an jede Morgenroutine gewöhnen. Doch denke ich, sollte man sich das raussuchen, was einem am besten tut und womit man am besten funktioniert. Ich bin die letzten Tage ja auch immer nicht ultra früh aufgestanden, also so gegen 8. Aber ich habe ja auch freie Tage, das heißt, ich kann mir meinen Tag sowieso frei gestalten. Und an Tagen, an denen ich Arbeit zu tun hätte, Uni oder Projektwochen, da würde ich dann auch wesentlich früher los müssen und würde dann aber auch wesentlich früher aufstehen. Also wenn ich sehr viel Zeit zum Schlafen habe, also quasi am Tag davor gut früh schlafen gegangen bin, dann mag ich es schon ganz gern, 2 Stunden bevor ich los muss aufzustehen, einfach um wach zu werden und so ein bisschen in den Start zu tagen. Warum sage ich das jedes Mal? Ein bisschen in den Tag zu starten. Und demnach ist meine Morgenroutine jetzt aufstehen, ein bisschen chillen, was lesen und meine Supplemente nehmen. Eventuell eine kleine Runde tanzen oder Bewegung und dann frühstücken in aller Ruhe. See, das war's dann mit dem Video. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr mir zugeschaut habt. Vielleicht konntet ihr was mitnehmen, habt Inspiration, mal selbst eine eigene Morgenroutine auszuprobieren. Und dann würde ich mich auch schon verabschieden und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut!